jam ein bisschen. Was für ein geiles Instrument. Ja, voll. Also ist ein geiler Flügel. Und der hat auch richtig Wumms. Der hat Wumms unten. Der hat Wumms unten. Das brauchst du ja auch. Ist mir, ja, ich wollte gerade sagen, ist mir auch. Weil du bist ja auch einer dieser Spieler, oder? Ja, ja. ich meine, ich habe Klassik gespielt ohne Band. So. Und da musst du halt unten, brauchst du halt Wumms im Bass und so. Und viel. Nicht nur hier, sondern so. Genau, echt toll. Was. Hör mal, ich freue mich übrigens, dass wir mal was zusammen machen. Ja, finde ich echt geil. Ich bin ja alter Cover-User. Ich habe noch die ganzen Digital-Pianos und dann auch einen Flügel zu Hause. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja beides in einem. Genau, ja. Das ist nämlich, das ist die Besonderheit jetzt, was er halt noch zusätzlich dazu hat, dass es quasi ein vollwertiger Flügel ist. Hast du halt noch die Stummschaltung und kannst jetzt die normale Klaviatur, die normale Klangerzeugung von dem Instrument halt stumm schalten. Mhm. Hier rechts unten, das ist so ein Hebel, kannst du mal gucken, hier siehst du. Ja, okay. Genau, kannst du jetzt hier einfach. So, und jetzt kommt erstmal kein Ton raus. Mhm. Das, so macht es natürlich wenig Sinn. Sondern jetzt kommen die Sounds. Jetzt kommen die Sounds. Steuerst du übers iPad? Genau, also es gibt eine App, Piano Remote. Okay. So, und jetzt hast du hier unten das Modul und kannst dann Gas geben. Genau, hier kannst du irgendwie Volume hochschrauben und jetzt ist es so, dass es halt wirklich, das ist jetzt der elektronische Klang, der quasi hier von dem Modul, den du hier mitsteuerst. Ja, hau mal rein. Und das ist natürlich für mich gleich der Hammer, wenn du jetzt gerade so einen vollen Akkord mit so viel Bass hörst, dann denkt man sich, wo kommt das her? Also es sind jetzt nicht diese eingebauten Lautsprecher, wie du bei vielen anderen Systemen hast, sondern das ist ja ein Resonanzboden, genau, der hier abgenommen wird. Genau. Das ist keine normale Lautsprechermembran, sondern da sitzen so Transducer am Resonanzboden, also an dem Teil vom Flügel, der auch wirklich eigentlich beim akustischen Spielen den Klang erzeugt. Und dadurch wirkt es halt wirklich so, dass diese Sounds, die ja eigentlich nicht akustisch sind, wirklich aus dem Flügel selber rauskommen. Mhm. Also es ist super authentisch und super nah auch und realistisch einfach so. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Dynamik verändert. Mhm. Also gerade bei so Repetiertechniken. Ja. Ist ja auch so dein Pläsier, oder? Mach mal, komm, hau mal rein, mach du mal den Repetierking. Ja, ist aber tatsächlich so, ich habe gerade ein Stück, wo ich irgendwie viel so Repetition üben muss. Okay. Und ich merke, dass ich halt, gerade wenn du irgendwie jetzt abends übst oder so, und dann nehme ich das auch mal, um so leiser zu machen. Mhm. Und ist halt blöd, wenn das dann vom Touch anders ist. Und hier, also es ist kein Unterschied. Und du merkst halt wirklich, die Repetition geht genauso. Also so wirklich, man kann das genau so da reproduzieren, wie beim akustischen Sound. So, ja, das ist echt cool. So. Super. So, und du hast jetzt dadurch, dass du ja nicht nur einen akustischen Flügel hast, sondern halt auch ein vollwertiges elektrisches Klavier, alle Möglichkeiten, die halt so ein elektrisches Klavier halt auch hat. Also, you name it, Split, Layern, Dual, Transponieren, Playback geht auch. Okay. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hier, in die Sounds reingehe, könnte ich jetzt hier sagen, weiß ich nicht. Rechts irgendein Melodieinstrument zum Beispiel? Split, genau. Mhm. Ja, rechts zum Beispiel, weiß ich nicht, kann ich dir hier Vibraphon, ist gut. Vibraphon geben. So, und ich spiele links irgendwie ein E-Piano. Mhm. Schön. Genau. Ja. Und mach mal links einen Bass. Und vielleicht, ja, such dir was fürs Solo aus. Okay. Du bist der Solist. Willst du Bass spielen? Okay. Ja, ich mach Bass. Ja, machst ein bisschen E-Bass. Ganz bescheiden. E-Bass, okay. So, dann mach ich irgendwie Piano um. Thank you.
Zum Beispiel. Und den Splitpunkt bestimmst du hier mit der App? Genau, ja. Kannst hier quasi Splitpoint und dann einfach... Ne, oktavieren, wenn der Bass zu hoch nachdem, war. Genau, je nachdem, genau. wo du spielen Fein. Willst und so. Octave Shift geht natürlich alles. Ja. In prähistorischen Zeiten, also analogen, ja, die kennst du nicht mehr. Das kenne ich alles gar nicht. Da hat man, ich kenne nur iPhone. Du kennst nur iPhone. Da hat man Flügel zuerst aufgenommen und dann zum Beispiel in Fender Rhodes hinterher drauf gespielt. Das müssen wir hier nicht. Wir könnten sicherlich layern, oder? Auf jeden Fall. Also du kannst entweder natürlich nur rein digital layern mit dem Dual Sound hier. Oder, was natürlich viel interessanter ist und eigentlich wahrscheinlich, also das, was du meintest, auch akustischer mit dem akustischen Flügel Sound, genau. Und ein Rhodes, ein klackriges Rhodes. Ein klackriges Rhodes. Hier mit unserem Schätzchen. Spiel mal. Ja. Ja. Genau. Und jetzt musst du ja eigentlich nur noch den Flügelsound dazu schalten, also Stummschaltung aus, und jetzt hast du beides. Zusammen auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja. Super schön. Klein. Immer noch, auch 1000 Jahre. Vorhin hast du mal kurz erwähnt, dass man das auch als Abspielstation für zum Beispiel Überplaybacks benutzen kann. Ja, genau, ja, Abspielstation oder riesiger Bluetooth-Speaker. Stereoanlage. Stereoanlage, genau. Also du kannst über dein iPhone oder über dein iPad oder sonstiges mobiles Endgerät dich per Bluetooth verbinden und dann da alles abspielen. Also YouTube, Spotify, Dateien, die du auf deinem mobilen Endgerät einfach drauf hast. Lass uns mal kurz auf Spotify ein Übungsplayback von mir holen. Ja, so ein Probeplayback von mir her, einfach hier ein Überplayback runterladen also auf Spotify. Genau, du kannst hier auswählen Music App, also es gibt jetzt diese Aures Music App. Und hier kannst du quasi deinen präferierten Musikservice auswählen, ne? Apple Music, Spotify und so zum Beispiel. Krass. Ja. Und hier kannst du jetzt auch noch so ein paar Sachen irgendwie anpassen. Ne? Mhm. Also hast du einen Tone Control für einen Equalizer, falls du das Playback so ein bisschen so bassig findest. Genau, kannst du halt eben so ein bisschen justieren hier. Du kannst den digitalen Piano-Sound an- und abschalten. Ist auch wichtig jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, du willst jetzt nur den Flügelsound, weil wir hatten jetzt gerade diesen Dual. Mhm. Ja. So, dann hättest du jetzt, wenn du den ausschaltest, nur den Flügel nackig. Nur den Flügel so. Oder und so. Dann lass mal gucken, wie dieses Playback dann dazu kommt. Bin gespannt, wie das hier klingt. Lass mal laufen. Jawohl. So. Mach mal an. Das ist fett. Das ist richtig fett, das Teil. Ja. Fett ist gut. Luca, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Kawai Aures Hybridflügel wäre eigentlich das ideale Tourinstrument für uns, oder? Voll. Oder fürs Wohnzimmer. Als, fürs Wohnzimmer. Als schönes Instrument zu Hause und Stereoanlage in einem. Und apropos Stereoanlage, ich würde ja super gern mal jetzt einen Song von dir über das Instrument hören. Können wir machen. Da müsste ich mich mit dem Handy kurz verbinden. So, Bluetooth einmal an. So, und jetzt kann ich theoretisch über Spotify oder YouTube einfach was anmachen. So. Yeah, super. Schon irre, was das Teil alles kann. Ja, toll. Also ich meine Flügel, super Flügel. Und das für Unterrichtszwecke würde ich zum Beispiel super gerne benutzen, das so zum Dazuspielen von Playbacks. Genau, also das ist tatsächlich auch, ich habe ja zu Hause das Upright, habe ich gesagt, und das ist auch ein Zweck, wofür ich es auch benutze oft, einfach so ein Playback mal laufen zu lassen, weil sonst war das immer so, okay, wo kriege ich jetzt eine Box her oder eine Anlage, wo ich jetzt mein Playback und dann spiele ich dazu, sondern musst du dir halt keine Gedanken mehr drüber machen, kannst es einfach verbinden, kannst quasi direkt dazu losspielen und hast wirklich das Gefühl, du bist so in der Musik drin, du bist so mit der Band quasi zusammen am Spielen. Das ist echt cool. Oder ich mach's auch tatsächlich manchmal so an, wenn ich mit Freunden irgendwie zu Hause chill und so. Und dann lassen wir einfach mal die Musik darüber laufen, so wenn ich jetzt nicht Lust habe, den Computer anzumachen. Genau, so wie jetzt quasi. Ja, ist schon cool. Sehr vielseitig. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Zuerst nimmst du es mit auf Tour und dann versuche ich's. Und dann nehme ich es mit nach Hause. Und dann nimmst du es mit nach Hause.